Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Wir sind noch im peruanischen Dschungel, hier abgestürzt mit unserem Flugzeug, also wir eigentlich nur mit dem Cockpit, und stehen jetzt hier mit Modder beklatscht als Lara Croft und müssen gucken, vielleicht finden wir unseren Kollegen wieder, vielleicht finden wir auch was ganz anderes, was wir gar nicht erwartet haben. Ich würde sagen, das finden wir nur heraus, wenn wir anfangen zu spielen. Und deswegen fangen wir jetzt auch einfach an, würde ich sagen. Ne, so geht's viel schneller. Übrigens, heute mal wieder im normalen Outfit, wie ihr wahrscheinlich seht. Ne? Ist ein bisschen ungewohnt jetzt wahrscheinlich, aber es ist nicht schlimm. Ich sag's euch, es ist wirklich nicht schlimm. So, ich guck jetzt aber glatt mal hier. Ich habe auch keine Waffen, nichts. Ne? Kuh. Ich habe meine Fähigkeit zum Glück. Kann aber... Ich dachte, vielleicht finde ich meine Waffen hier... Liegen zufälligerweise hier in der Kiste oder so. Aber tatsächlich anscheinend nicht. Leider. Es regnet auf alle Fälle. Hier kommen leichte Regentropfen auf die Kamera. Ich finde aber tatsächlich gut... Wow. Dass ich wirklich bloß so gehen kann. Also, es liegt nicht an mir, dass ich nur so gehe. Ich kann wirklich nicht schneller gehen. Das ist so vom Spiel gewollt. Ah, guck mal. Jetzt ist sozusagen der Startabschnitt erledigt. Und ich kann mich wieder normal, kann ich mich normal bewegen. Ich kann auch immer noch nicht rennen, aber ich kann wieder, ich gehe sozusagen wieder normal. Was ist das? Stoff, ne? Ich weiß nicht genau. Hartholz. Okay, das ist Hartholz. Da haben wir noch mehr Hartholz. Davon findet man im Dschungel sicherlich mehr als genug. Aber da, so kann man natürlich Pfeile herstellen. Ne? Ich frage mich gerade, man konnte ja auch irgendwie mit Linksklick oder so rechts, also Linksklick, Rechtsklick Pfeile herstellen. Oh, sie, ach so, sie ruft nach Jonah. Ich bezweifle, dass er sie hört, um ehrlich zu sein. Hallo? Und ich glaube, es ist auch gar nicht so gut, im Dschungel so laut zu rufen. Ich will nicht unbedingt die ganzen Tiere auf mich aufmerksam machen. Stängel und Blütenblätter von der Wunderblume. Oh, hier ist mein Ziel schon. Okay, dann nehme ich hier mal glatt. Ich muss sie finden. Alles mit. Okay, das ist bloß ein Zwischen. Ich glaube, ich muss den Vögeln nach. Oder die sind bloß markiert, weil. Ach, hier hätte ich auch hochgehen können. Weil ich sie zum Beispiel jagen kann. Das könnte natürlich auch sein. Hier ist das nächste Ziel. Ich kann hier nichts weiter sammeln. Oh, wow. Oh, wow. Ich bin fast da. Oh, wow. Okay, da ist Jonah. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Das könnte Jonah sein, sag ich mal. Oh, wow, diese Aussicht. So, wie komme ich da hinten hin? Ohne jetzt hier zu sterben. Ah, okay. Da scheint ein Ast zu sein. Ich kann hier also lang gehen. Die Kamera sieht... Wow! Ganz ruhig. Ganz ruhig weitergehen. Ändert sich auch. Wow, ich kann Eier mit... Nee, Federn. Schade. Federn. Benutze Federn, um Pfeile und Outfits herzustellen. Ich kann sogar Outfits herstellen. Wie cool ist das denn? Da ist ein See. Aber hier scheint wirklich größtenteils unbesiedelt zu sein, ne? Oh, das ist ein geiler Ausblick. Ich frage mich bloß, ob ich da rüberkomme. Ich will halt nicht schon wieder sterben, ne? Naja, komm. Ich versuch's. Wow, knapp, aber ich bin rübergekommen. Zieh dich hoch. Ja, sehr schön. Kann ich hier... Brüllaffen. Kann ich damit... Ich habe leider keine Waffen oder so. Ich kann auch nichts herstellen. So, wo muss ich hin? Okay, hier über den Baumstamm. Ich glaube, sie sucht sich den Weg jetzt hier so auch relativ gut allein. Ich muss nicht lenken. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Hier sind wieder Federn. So, ich muss weiter nach da hinten. Da ist ein Ast zum Schwingen oder zum Raufgehen. Zum Schwingen. Rutschen und in den Modder. Boah, cool. Jetzt sag nicht, man hinterlässt Spuren. Ah, man hinterlässt Spuren. Wenn auch nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt. Doch, ein Feuer. Tatsächlich ziemlich hier dynamisch. Muss jemand sein. Hallo? Was ist hier los? Okay. Miguel!
Als ob Jonah sich direkt so ein Lager aufgebaut hat. Niemals. Und Miguel war doch eh tot, oder? War Miguel der Pilot? Was ist das? Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Gedankengespräche. Okay. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Ja, Fähigkeiten. Wie kann ich jetzt auswählen? Enter natürlich. Enter. Fähigkeiten. Ach du meine Güte, wie viele Fähigkeiten gibt's? Sucher verbessert Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeiten. Also, Sucher ist blau. Rot ist Krieger. Erkundung und Beobachtung. Okay, ich habe hier noch Fähigkeit freischalten. Wählen Sie Fähigkeiten aus der blauen, roten oder grünen Box. Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Wow. Blick des Adlers. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivarkarten, Forschertasche und Schatztruhen mit Überlebensinstinkt. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkt? Oh, sehen Sie die Herzen großer Tiere mit Überlebensinstinkt? Die Herztreffer verursachen massiven Schaden. Das ist natürlich cool, wenn man direkt die Herzen sieht. Wobei ich eigentlich eher auf den Kopf schieße. Wobei, auf Tiere habe ich ja bisher noch gar nicht geschossen. Bei Menschen wäre es cool. Erhalten Sie Fähigkeit, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Provisorisches Messer zum Sammeln benötigt. Das habe ich schon. Das ist Schritt des Hoazin. Sprünge, Landung und Stürze sind leiser. Erhöht Chance, seltene Tiere zu finden. Das ist cool. Erhöht die Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen, die sie aus jeder Quelle erhalten. Ich möchte das einmal kurz alles durchlesen, damit ich einen Überblick behalte. Ich weiß, es kann jetzt natürlich ein bisschen langwierig sein, ne? Automatisches Plündern von Feinden nach Lautlos-Kills. Das wäre cool, aber bringt nicht so viel. Kann man auch so machen. Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Feinde werden angelockt und lösen tödliche Schrapnellenexplosionen aus. Okay. Sie können unter Wasser die Luftlänge anhalten, stapeln sich mit Atem, das kann okay. Führen Sie Lautlos-Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Das ist cool. So, was habe ich hier denn? Jetzt wird es erspannt, die Kampffähigkeiten. Sie fallen nie, wenn Sie nach Kanten greifen. Schnellere Reaktionszeit bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Drücken Sie C beim Aufrollen, um zu rollen und keinen Schaden zu erleiden. Oh, das ist cool. Das Ziel auf dem Kopf des Feindes aktiviert die Kopftreffer-Zielunterstützung. Nee, das ist ja langweilig. Das ist langweilig. Das will ich nicht. Sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das ist schwer. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Nee, ich habe drei Fähigkeitspunkte. Oh. Ja, dann. Ich würde sagen, das nehme ich einmal, damit ich sozusagen den Aufprall abrollen kann. Das ist cool. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen Sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Ich weiß nicht mehr, wie man ausweicht, um ehrlich zu sein. Das ist cool noch. Lautlos Kills ohne Alarm. Was ist hier dann noch? Erledigen Sie nach lautlos Ausschalten einen zweiten Feind, um eine Ausschaltenkette durchzuführen. Das brauche ich ja nicht unbedingt, ne? Und was ist hier noch freigeschaltet? Ach so, das ist bloß... Ah, jetzt brauche ich für einige hier zwei. Dann könnte ich, würde sagen, ich guck mal hier oben noch. Dann mache ich aus jedem Bereich sozusagen eins. Herzen, Pfeilgift, seltene Tiere wäre natürlich toll. Ich würde sagen, beinahe, dass ich Artefakte und so sehe. Damit ich wirklich so viel wie möglich mitnehmen kann. Das ist natürlich schon wichtig, ne? Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkten. Das ist auch ziemlich gut. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Kein Zugriff, was ist das? Verbessern Sie Waffen, okay. Drei Ziele verfügbar. Oh, cool. So, dass wir uns hier nicht allzu lange aufhalten. Ich glaube, wir sind schon ziemlich lange jetzt hier. Uiuiui. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. In dem Teil, meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Alles klar, dann kriegst du zumindest meine Sachen wieder. Hier sind ja unglaublich viele Sachen. Wo soll ich denn anfangen hier? Ich glaube, ich muss das alles durchschneiden, um ehrlich zu sein. Und ich fange mal hier an einfach. Was zum Durchschneiden? Oh. Stimmt, ich habe ja kein Messer.
Um ein Seil durchzuschneiden, ist ein scharfes Objekt erforderlich. Hier ist sehr viel, was ich irgendwie einsammeln kann oder vielleicht interagieren ein Teil kann. Aus dem Wrack. Ja, Propeller, optimal, würde ich sagen. Das nehme, den nehme ich mit und dann damit kann ich so Sachen durchschneiden. Oder ich reiße einfach ein Stück Metall ab. Oh, oh. Super, das hat sich dann ja erledigt. Wäre auch zu einfach gewesen, um ehrlich zu sein. Ach, ich soll jetzt danach tauchen auch noch. Uiuiui. Natürlich danach tauchen. Was auch sonst, ne? Na komm schon. So, jetzt reiß ab das Ding, Lever. Oh ne, nicht schon wieder so ein Viech. Damit hatte ich auch schon mal so. Oh, beißt mich sogar. Okay. Komm schon, komm schon. So. Der ist tot, hoffentlich. Also, so sah es zumindest aus. Ist noch irgendwer? Guck mal, da unten ist noch eine Pflanze. Die nehme ich mal mit. Oh, was ist da unten noch? Ich weiß nicht, wie lange ich die Luft anhalten kann. Das sieht man halt so schlecht, wirklich. Oder man sieht es gar nicht. Das ist eigentlich so das Problem. Man sieht gar nicht, wie lange man noch unter Wasser sein kann. So, ich habe jetzt aber auf alle Fälle was Scharfes zum Durchschneiden. Ich schwimme also mal. Aber warum hat man da ein Zelt aufgebaut? Die müssen ja schon länger hier sein. Oder hing ich so lange im Baum? Gut, aber es ist schlimm. Wir sind Wildschwein. Irgendwie schärfen. Bergungsgut sammeln, um das Messer zu wetzen. Ja, wie soll ich das... Bergungsgut, ach so. Sachen, die hier rum... Guck mal da, es sind Tiere hier. Da kann ich mir nachher Nahrung von holen. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Ach, guck mal an. Was ist denn hier los? Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Oh, ein Wildschwein. Ja. Oder, was ist das? Sieht aus wie ein Wildschwein. Benutzen Sie Haut, um Outfits herzustellen. Guck mal, hier rennt noch ein Tier rum. Kann ich hier das irgendwie erkunden? Nee, ne? Okay, ist nichts weiter anscheinend. Oh, hier ist so viel. Muss ich mich irgendwie erstmal zurechtfinden. Ich weiß auch gar nicht, wo ich überall jetzt hingehen muss, weil das war jetzt die falsche Adresse, wenn ich richtig liege, weil ich soll ja das Bergungsgut bergen und nicht das Bergungsgut bergen. Bergungsgut sammeln, um Messer zu wechseln. 1 von 3. Hä? Ich habe doch gar nichts gesammelt. Ach so, er zeigt mir bloß immer wieder die Quest an. Ah. Ich gehe mal hier hoch. Muss ich hier lang? Herausforderung. Oh, guck mal, hier wachsen schöne blaue Pflanzen. Zack. Eieiei. Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich bloß das Bergungsgut bergen. Das. Ach, wie heißt es denn jetzt? Das Frachtgut bergen. Mein Gott. 5 Pflanzen aus Baumkronen sammeln. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt. Okay, hier ist ein Eingang. Aua. Ich glaube nicht, dass das cool ist. Fehlende Ausrüstung. Kletteraxt. Ja, dazu muss ich nämlich erstmal das Zeug bergen. Das heißt, ich kümmere mich wirklich erstmal. Es wäre auch blöd, da ohne Waffen reinzugehen. Ne? Also, das wäre echt ziemlich doof. Also, gucke ich mal. Oh, was? Moment mal hier. Auf Bäume klettern. Drücken Sie Leertaste, um markierten Bäume hochzuklettern und höhere Äste zu erreichen. Brauche ich ja jetzt aber eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt irgendwie bloß an das Zeug da rankommen. Hier kann ich ein Seil drüber spannen dann. Okay. Ich benutze gerade nur die Überlebensinstinkte, ich weiß. Ich mache es mir gerade vielleicht ein bisschen zu einfach. Es sind unglaublich viele Sachen. Ich nehme auch erstmal irgendwie alles mit, was ich finden kann, weil ich nicht weiß, wozu ich das noch brauchen könnte. Pass auf. Wow, das ist jetzt wirklich hoch. Ich wusste jetzt nicht, dass ich so hoch komme. Alli hopp. So. Ja, zielgenau auf den Ast gesprungen, würde ich sagen. So, ich muss irgendwie da rüberkommen. Hier sind noch Federn. Bergungsgut sammeln. Komme ich da rüber? Ah,
Ich glaube, ich muss es wirklich durchschneiden, weil wie soll ich... Aber wie soll ich das... Ah, guck mal, da hinten liegt was. Da hinten liegt was. Komme ich hier irgendwie wieder runter? Ich will hier halt nicht so viel Schaden bekommen. So. Okay, mit C kann man immer runter. Das ist schön. Und hier hinten war irgendwie... Hopp. Heilpflanzen sind immer toll. Aber das Blöde ist halt, man sieht auch nicht so wirklich, wie viel Leben man eigentlich noch hat, ne? Also ob ich jetzt Heilpflanzen brauche oder nicht. Also ich muss das Messer jetzt irgendwo wetzen. Da hinten ist eine Kiste. Vielleicht ist da was drin, was ich brauchen könnte. Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Oh. Schade. Hätte ja klappen können. Aber jetzt dürfte es ja ausreichen, oder? Okay, anscheinend nicht. Hier liegt noch ein Tier. Das nehme ich auch mal mit. Was ist das? Ein Bee? Nee, ich kenne das Tier. Ich komme bloß nicht auf den Namen. Ich kenne das. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Wirklich nicht. Ich kenne es aber. Wenn man es mir sagt, dann fällt es mir auch wieder ein. Beziehungsweise, dann hat es man mir gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So. Hier haben wir noch ein bisschen. Wir brauchen noch irgendwo so ein Bergungsgut. Hier ist nichts weiter. Hier, diese... Das sind Schweine, ja, aber es sind besondere Schweine. Ich weiß nicht genau, wie sie hießen. Guck mal, hier ist noch so ein Vieh. Sag mal, wie viele sind dann? Hier, guck mal, hier ist noch was. Ha. Perfekt. Ich habe alles, was ich brauche. Das Messer im Basislager wetzen. Perfekt. Einmal ans Basislager setzen. Und... Inventar. Ich habe jetzt sogar ein Inventar. Das ist gut. Messer. Ja. Möchte ich herstellen. Ich habe ein Messer erhalten. Das ist gut. Ich glaube, das reicht dann auch schon wieder, ne? Ich kann wieder weg. So. Zurück. Ja. Sie wetzt es. Schön. Das müsste scharf genug sein. Optimal. Dann würde ich sagen, auf geht's. Jetzt hole ich das Zeug da erstmal runter, indem ich das Ding jetzt hier durchschneide. Ja, das ging jetzt die Vorräte noch. Ja, hier hinten logischerweise. Hier ist noch ein Seil. Gucken, ob ich hier irgendwie hochkomme. Ja, natürlich. Oh, ich komme nicht hoch. Aber hier. Hier komme ich hoch. Weiß markierte Stellen sind immer gut. Da ist noch was im Baum. Ich nehme das mal ganz kurz mit. Zack. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele schon. 4 von 5 gesammelt. Also eine blaue Pflanze muss hier bestimmt noch irgendwo sein. So, ich schneide das hier erstmal durch. Zack. Meine Ausrüstung, endlich. Perfekt. Dann hole ich mir das Zeug mal. Hier ist nichts drin. Ach, da, guck mal. Sehr schön. Ich hoffe, es ist noch alles vorhanden. Oh, schöner Bogen, schöner Bogen. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? So, also habe ich jetzt erstmal nur einen Bogen. Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Klasse. Das hat uns jetzt sehr viel gebracht. Das heißt also, der Rest der Ausrüstung ist nicht da mit drin. Was ist das da unten? Warte mal, ich möchte mal da kurz hin. Wenn das so versteckt ist, ne? Guck mal, hier liegt eine versteckte Kiste. Da muss ja was Gutes drin sein. Ja, auf alle Fälle viele EP und ein bisschen Zeug. Ob das jetzt so gut ist, ist auch wieder fraglich. Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Einmal bitte rauslassen. Dann tauchen wir einmal auf. So. Ich benutze die Überlebensinstinkte extrem oft. Merke ich so gerade mal. Ach so, ich wollte ja auch noch eine blaue Pflanze haben, ne? Ah ja, ich werde schon noch ein paar... Im Sprung habe ich gesehen, dass da hinten so eine Säule ist mit einem Seil. Und dass ich vorher noch gesagt habe, da kann ich was dran verbinden. Ah, Pfeile erstmal her. Was fehlt mir denn? Was ist denn das? Stoff? Nee.
Ich weiß nicht, ob ich hier rüber sollte oder ob ich, wenn ich nicht mal ordentlich Pfeile herstellen kann, dann vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was finden. Kann das sein? Guck mal, mir fehlen dieses Zeug, fehlt mir. Ich will jetzt den einzigen Pfeil auch nicht auf dem Vogel verbraten, das wäre nun wirklich dämlich, ne? Sind hier hoch? Ich gehe mal nochmal hier hoch, nur um zu gucken. Vielleicht ist hier irgendwas, was ich noch übersehen habe. Weil wenn man hier so ein riesiges System hat an Bäumen, wo man lang kann, ne? Dann muss hier doch irgendwo noch was sein. Irgendwas, was ich übersehen habe. Man kann doch nicht umsonst hier überall durchspringen. So, erstmal habe ich noch die fünfte Pflanze gefunden. Herausforderung abgeschlossen. Blumen pflücken. Okay, das ist einfach wieder, um runterzukommen, okay. Ich könnte in die Höhle. In die Höhle könnte ich vorher noch. Alle hopp. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Da sind wir. So, hier kommen wir nämlich zu dem Eingang. Da waren wir vorhin auch schon. Und hier können wir jetzt auch reingehen. Wir haben jetzt ein Messer, also müssen wir jetzt da reinkommen, glaube ich, ne? Ah, ne, die Kletteraxt brauchen wir. Ich habe gehofft, dass die Kletteraxt ja da drin ist. War sie aber nicht. Ja, scheiße. Das heißt, wir müssen doch erst woanders weiter und später vielleicht nochmal zurückkommen. Da rennt ein Schwein, ein Hase. Okay, ich würde sagen, ich nutze dann mal... Guck mal, hier, da kann ich noch ganz kurz eine Pflanze einsammeln. Boah, ich muss hier irgendwie mich erstmal zurechtfinden. Und da ist eine weiße Wand, wo ich hoch kann. Das heißt, hier muss irgendwas sein. Hier ist tatsächlich auch noch eine Höhle. Krypta entdeckt. So, hier liegt was. Ein Bericht über interne Machtkämpfe unter den Spaniern. Oder das ist sehr alt, der Bericht, du. Oh. Soll ich jetzt meinen einzigen Pfeil darauf verschießen? Ich kann immer noch keinen weiteren herstellen. Ich hab's getan. Ah, ich habe aber noch einen Pfeil. Ah, ich habe noch 16 Pfeile sogar. Ja, dann ist er nicht so schlimm. Dann ist ja nicht so schlimm. Ich sollte bloß aufpassen, zwecks Fallen hier. So ganz vorsichtig hier durchgehen. Zumindest funktioniert unsere Taschenlampe da vorne dran ja noch, ne? So, hier war auf alle Fälle eine Pfeile, die schon mal zugeschnappt hat. Vorsichtig. Ganz vorsichtig, ja. Pass auf deine Haare. Das kann wehtun, wenn man hier sich ein bisschen zu falsch bewegt. Mal, hier haben wir was. E. Okay. Was? Da ist hier jetzt was hochgegangen. Ich nehme die mal mit. Ich könnte fast wetten, dass hier gleich irgendwo eine Falle ist. Oh. Auf alle Fälle sehr tiefe Matschepampe. Das ist ja wie sie durchstapft da. Das ist süß. Definitiv zu einer Falle. Da ist nämlich schon die Falle, die ich erwartet habe. Das schneiden wir mal ganz fix durch hier. Und dann gehen wir hier unter durch. So. Da liegt was. Eine Seite aus Jack Fefsets Expeditionstagebuch. Liegt hier noch irgendwas? Nee. So. Ich würde sagen, oh guck mal, da ist was Tolles. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir gucken uns hier in der nächsten Folge weiter um. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid noch gespannt auf die nächste. Ich kann mich leider nicht selber beleuchten, das tut mir leid. Ich kann aber hinter mich leuchten, guck mal. Toll. Nee, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich stelle den auch bei der nächsten Folge wieder ein. Und bis dahin würde ich erstmal sagen, ciao, bis zur nächsten Folge.